So, und damit sage ich herzlich willkommen hier zurück zu Rockers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr den Weg wieder hergefunden habt, das freut mich ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält. Ist ja logisch. So, meine Freunde, beim letzten Mal haben wir unter anderem uns um den Hafen hier gekümmert, wo wir dran sind. Dann haben wir uns darum gekümmert, dass wir hier schon mal ein neues Kraftwerk hinbekommen. Und, da sind wir jetzt weiter dran, denn unsere Schiffe, die wir gekauft haben, die sind hier im Hafen und sind schon fleißig am Bitumenladen, den wir denn eigentlich brauchen für den Asphalt. So, der ist hier dabei. Was ist mit dir hier? Fährt jetzt wieder zurück. Ja, der hat ein Volumen von 14.000. Das ist schon ordentlich. Aber wir wollen jetzt hier oben weitermachen, denn wie gesagt, eigentlich ist da oben der Plan gewesen. Ja, aber ihr kennt es ja, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Halt ein bisschen doof. Wie immer. So, hier machen wir möglichst nicht so viel. Machen wir ganz kurz. Kriegen wir den da irgendwie daran noch cool ran? Nein, kriegen wir nicht ran. Doch so. So, dann machen wir hier jetzt Parkplätze hin. Wünschte, ich hätte immer so einen richtig großen, geilen Parkplatz und nicht immer diese kleinen Dinger hier. 14. Street Parking, Double Side. Na. Kriegen wir hier noch einen dritten hin? Ja, kriegen wir auch noch hin. Wunderbar. So, da haben wir hier mal ein bisschen Parkplätze gebaut. Für später. Wenn ich denn irgendwann mal Autos wieder machen, bauen sollte, ist das perfekt. Ja, bam, bam. So, jetzt... So, zack, machen auch gleich ein bisschen bisschen Abgrenzung, muss sein. Industriegebiet. Na? Wisst ihr Bescheid? So, Industriegebiet. Die Verknüpfung und so weiter steht ja auch schon. So, jetzt schauen wir mal. Mod. Was bauen wir denn hier hin? Kneipe werden wir hier hinbauen. Haben wir da irgendwas Cooles? Bierpalast. Lol. Den Bierpalast. Den Bierpalast hätten wir hier. Im Angebot. Oder wir machen den hier hin. Why not? Den können wir eigentlich ganz gut hier hinpacken. Dann haben wir schon mal die Schenke. So, dann haben wir Nummer 1. Jetzt gucken wir nach der Schule etc. pp. Wir machen das, wie gesagt, als zentralen Angelpunkt jetzt. Können wir direkt hier hinterpacken. Dann haben wir die Schule mit 750 möglichen Schülern. Na. Komm.
So, Schule. Hier haben wir einen Kaffee. So, weiter geht's. Schule, eine Uni wäre auch ganz geil. Blödes Vieh hier. Machen wir hier ein bisschen moderner, einen auf moderner hier oben? Ich weiß nicht. Ach ja. Komm, dann bauen wir das Lenin-Technical schieß mich tot hier hin. So, haben wir auch. Jetzt machen wir noch den Kindergarten. Ja, hier müssen wir irgendwie noch bergab tragen. 270, 150. ...220, 180... Ist alles nicht das Gelbe vom Ei? It's not the yellow from the egg. Ja, warum das ist so ein... Na gut, das ist ein kleines Gebäude. Okay, dann würden wir den Platz hier nutzen, aber... Ah, mal lieber so hin. Kindergarten. Tankstelle will ich hier auch haben. Können wir gleich hier hinpacken. Direkt auf der Ecke. Dann hätte ich ganz gerne hier mal echt vielleicht auch mal ein Waisenhaus, aber wobei das echt zu groß ist schon wieder alles, ne? Sportplatz. Sporttechnisch. Können wir die gut als Lückenfüller nehmen? Na. Na, machen wir da noch was hin. Sportplatz haben sie auch. Einkaufscenter brauchen wir. Ein Kino wäre auch gut. Kirche, Kneipe haben wir. Kino. Uff, ist das riesig. Viel zu groß, Dinger. Theater. Ich muss hier echt eine Zwischenstraße ziehen. Na komm, hoch damit. So, ich hoffe, da kriegen wir ein bisschen was hin. Warte. Da haben wir das auch. Ich hoffe, meine Schiffe finden das hier auch. Dann brauchen wir noch die Kirche. Ja, die hier finde ich eigentlich ganz cool hier. So, Kirche.
Das haben wir auch. Kindergarten, Schule, Kirche haben wir auch. Futter haben wir noch nicht. Einkaufszentrum fehlt uns noch. Okay, das Einkaufszentrum sehe ich ein. Das Einkaufszentrum. Wo bist du denn, das Einkaufszentrum? Einkaufen. Geschäft, das ist doch. Ich guck jetzt mal, ob wir hier irgendwo was haben, was ein bisschen... 500 Tonnen Kleidung, 500 Tonnen Essen, 350 Tonnen Elektronik. Wenn dieses Ding bloß nicht so riesengroß wäre, ne, wäre es richtig gut. Pizza Hut! Lol. Geilo. MC. Wendy's haben wir hier auch noch. Papa John's. Okay. 50 Tonnen Kleidung. Warum sind die Dinger immer so riesig? Leute, ich brauche die nicht so riesig. Meine Güte. Dass immer solche Klopper sein müssen. Auch wieder so ein riesen Knüppelteil hier im Miami Bar. Okay, auch nice. Kiosk. Besser. So, okay. Das soll es wohl gewesen sein. Hoffe ich mal. Jetzt. Wie weit sind denn unsere Schiffe eigentlich? Er ist immer noch nicht voll, ne? Naja, fast. Wie gesagt, ich bete, dass er den Weg findet. Und nicht irgendwas zu eng hier ist oder so. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Okay, also, was wir machen müssten, wäre eigentlich jetzt hier Platz machen. Richtig Platz, damit wir hier die ganzen Gebäude drumherum ziehen könnten. Also, auf geht es. Gestein ist ein Problem. Gestein ist ein Problem, das Gebirge. Es dauert halt immer. Ist halt ein bisschen schade. Dass das halt nicht schneller geht. Aber naja gut, ne? Gestein ist hart. Haben wir oben auch noch keine Wasserversorgung? Auch noch nicht. Aber das ist ja kein Problem. Wir haben hier ein Gefälle. Das sollte kein Problem sein, hier tatsächlich die Wasserversorgung hinzubekommen. Das ist kein Problem. So, warte mal, ich mache mal ein bisschen langsamer. Jetzt sehen wir mal ganz kurz zu. Ohne Probleme. So, auch das ist kein Problem. Dann können wir uns mal den Gulli hier in Hafenbecken einfach entleeren. Scheißegal. Alter, ist das fies, ey, ganz ehrlich. Ne? So, das Original. Ungefiltert geht's hier rein.
Absolut ungefiltert, einfach durch hier. So, das müsste aber eigentlich echt gutes Gefälle werden. Ah, das müsste richtig steil gehen, das muss richtig gut sein. So, damit haben wir das schon mal. Okay, was wir brauchen ist natürlich Strom. Jetzt muss ich mal gucken, inwieweit wir Strom hier haben. Also es würde fast alles versorgen schon mal. Das ist schon mal gut, hier hinten nicht. Aber das ist jetzt das kleinere Problem. Netstation. Wenn wir nicht zu viel nehmen, dann nehmen wir mal hier hinten das. Das was nicht überlasten. Okay, haben wir auch. Sehr gut. Okay, damit haben wir schon mal den Strom. Den können wir sogar unterirdisch legen. Na. Was denn jetzt? Warum ist denn hier schon wieder... Na, ich will es eigentlich gut verlegen. So, okay, damit haben wir den Strom schon mal dran. Das passt auch. Okay, Strom hätten wir dann auch schon mal dran. Sehr gut. Okay. Was wir natürlich noch nicht haben, ist Krankenhaus, Feuerwehr etc. pp. Ne? Da fehlt auch noch was. Okay, dann machen wir das gleich mal. Machen wir hier vielleicht Polizei hin. So, schnell noch den TV-Tower. So, Polizei. Polizia. Polizia. Wo ist die Polizia? Polizei. 12, 7, 9, 4. Ja, hier sind natürlich 30 und so weiter, aber das ist mir zu riesig. Boah, schon wieder so ein Riesengebäude. Warum sind die immer so riesengroß? Das ist so übertrieben, ey. Guck mal, das Ding ist so riesengroß hier. Das ist Wahnsinn. Muss doch echt nicht sein. Ich gucke echt mal jetzt mal bei den... 8, 4. Ja, guck mal, selbst das hier ist sogar... Polizeiwache. Dann nehmen wir das doch gleich mal. Polizeiwache dorthin. So, okay. Original, wohlgemerkt. Jetzt gucke ich nach Feuerwehr noch. Feuerwehr. So, Feuerwehr, danke. 5, 8, 4. Was? Eine Feuerwehr würde schon wieder so viel Platz einnehmen, das ist Wahnsinn. Wobei, die Feuerwehr könnte man auch beim Werk hier hin machen. Machen wir da die Feuerwehr hin und jetzt machen wir noch das Krankenhaus. Sagt das Krankenhaus. Wollte ich da hinbauen? Warte mal. Krankenhaus. Central Hospital. Das würde ich auch gerne mal wieder bauen. Das wäre ein ziemlicher wilder Stilmix. Echter Stilmix, ne? Aber
Aber andererseits, man braucht es ja auch. Müsste man jetzt wirklich drumherum die ganzen, Schichten hier fahren, sage ich mal. Weißt du, was das für ein Riesenaufriss ist, nur um hier Asphalt ranzukriegen. Das ist schon echt wild, ne? Das ist schon echt weird. Alter Falter, ey. Was du hier für einen Aufriss machst. Na. Jetzt kommen wir da nicht raus, ey. Ach, das ist ja ärgerlich. Na egal. Halb so wild. So, okay. Den noch hier ranpickeln, den noch hier irgendwie ranpickeln, dich auch noch hier ranpickeln. Okay, so. Okay, aufbauen, ist angesagt. Hier entsteht doch ordentlich was. Vielleicht hier dann noch eine Bergstraße runter oder so, mal gucken. Ja, aber hier geht doch wenigstens was. So, wie gesagt, noch keine Wohngebäude. Na, hier dann rüber mit Brücken, vielleicht zwei Brücken und dann da auch noch weiter ausbauen und so. Das könnte schon echt cool werden. Aber wie gesagt, das alles beim nächsten Mal. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst gerne ein Däumchen und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.